Wir befinden uns hier in der Idstedt-Gedächtnishalle. Diese ist 1886 erstellt worden. Hier finden Sie alles zum Aufstand der Schleswig-Holsteiner. Von der dänischen Seite wollte man den Aufstand endgültig niederschlagen und die Schleswig-Holsteiner wollten auch die Entscheidung, um sich frei zu machen vom dänischen Gesamtstaat. Zu dem Museum gehört nicht nur das eigentliche Museumsgebäude, sondern auch der Obelisk, der als erstes als Mahnmal, als Denkmal von den Veteranen aufgestellt wurde, sondern auch die Kirche, die gegenüber aufgebaut wurde. Bei schönem Wetter werden wir uns auf den Wanderweg begeben und nicht nur das Gelände kennenlernen, sondern auch die Gräber der hier gefallenen Soldaten. Dieser Konflikt hat sich über Jahrzehnte aufgebaut und endete am Ende mit dem Fünkchen Schlacht bei Idstedt. Die Schlacht fand am 24. und 25. Juli 1850 statt. Diese Schlacht verursachte sehr hohe Verluste auf beiden Seiten. Auf diesem Banner sind alle 1287 Gefallenen beider Seiten notiert. Man wird stiller, wenn man hier rumgeht. Die Fragen werden weniger. Hier werden nämlich alle Gefallenen ihres Namens gewürdigt. Was bedeutet, sie werden aus der Anonymität einer großen Zahl herausgeholt und erhalten ihre Identität wieder. Die Besucher bekommen eine Gänsehaut, wenn man ihnen das erklärt. Lernen kann man fürs Leben, dass solche Konflikte schon immer bestanden haben, bis heute hin. Im Idstedter Museum wird deutlich, dass Kriege keine Lösung sein können. Wir haben einen Weg gefunden, nicht nur nebeneinander und miteinander, sondern auch in Freundschaft miteinander zu leben. Der Geschichtsinteressierte erfährt hier regionales Geschehen, regionale Geschichte, hautnah.